So, der ökumenische eine Weltkreis, bitte mal zu uns. Herzlich willkommen. Ihr seid ja heute so ein bisschen abgeschlagen, hinterm Kaffee rund. Ja. Aber ich glaube, das ist schon ein Catchpoint da hinten mit durch Feuerwehr. Die Feuerwehr und den DLRG. Ja. Da haben wir euch doch gut platziert, oder? Danke. Erzählt mir jetzt mal zu euch. Ja, wir sind der ökumenische Eine-Weltkreis Friedberg. Ökumenisch heißt, wir sind in beiden Kirchen verankert, sowohl in der katholischen Gemeinde als auch in der evangelischen Gemeinde. Eine-Weltkreis heißt, ist ein anderes Wort für fairer Handel. Darum geht es uns, der faire Handel mit der ganzen Welt. Entsprechend verkaufen wir fair gehandelte Lebensmittel, auch viele Süßigkeiten, nach den Gottesdiensten in beiden Gemeinden. Und da wir ja von dem Großhandel, der GEPA, dem kirchlichen Großhändler, das Konto bekommen und da unsere Kunden immer gerne auch aufrunden, haben wir Geld übrig, um das an Entwicklungsprojekte zu spenden. Dankeschön. Ein Schwerpunkt unserer Spenden geht nach Haiti, dem ärmsten Land in der westlichen Hemisphäre. Als ich vor einem Jahr schon mal hier gestanden habe, haben wir in den 30 Jahren unserer Mitgliedschaft 43.000 Euro gesammelt und gespendet. Jetzt, ein Jahr später, sind 1.800 dazugekommen. Dankeschön allen Kunden. In so einem Jahr verändert sich ja auch vieles. Wir als kleiner Kreis von nur 8 Leuten sind kein Verein und wir kämpfen jetzt mit der anstehenden Einführung der Umsatzsteuer. Das im Kleinen, im Gruppenleben sozusagen. Im Großen hat die Migrationsdebatte Fahrt aufgenommen. Da wird vieles gesagt. Manches ist berechtigt, anderes sicherlich auch nicht. Aber was ist denn ein Grund für so viele Migranten? Ein Grund ist sicherlich der Hunger in der Welt. Und dem wollen wir entgegenwirken mit dem fairen Handel. Wir und die ganze Fairtrade-Organisation landes- und weltweit sammeln und verkaufen fair gehandelte Produkte, damit der Hunger und die Armut abnehmen. Ich danke euch.